Lorian Wermuth erwartet ihr erstes Kind. Wenn alles nach Plan läuft, ist die Geburt schon in ein paar Wochen. Heute hat sie im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge einen Termin bei der Hebamme. Sie wird in der Entbindungsstation vom SZB gebären. À la base, j'avais vraiment un autre projet beaucoup plus naturel. Am Anfang hatte ich andere Pläne. Ich wollte daheim gebären und eine möglichst natürliche Geburt haben. Aber weil mein Kind nicht richtig im Bauch liegt, muss ich für die Geburt trotzdem in die Frauenklinik gebären. Es ist für mich nicht das nächste Spital, aber das, was die Möglichkeit anbietet, mit der Steißlage natürlich zu gebären und die Wünsche der Eltern respektiert. Ich respekte le plus le naturel et puis le ce que veulent les parents. Eine Steißgeburt bedeutet, dass das Kind im Mutterleib nicht auf dem Kopf liegt, wie es normalerweise der Fall ist. Das macht die Geburt ein bisschen komplizierter. Es ist nicht eine normale Geburt durch die Vagina, sondern eine, die man gut planen muss. Wir müssen die Situation der Patientinnen genau analysieren. Es gibt zwar viele Kriterien, die dafür sprechen, aber auch viele Ausschlusskriterien. Es gilt, das Risiko so tief wie möglich zu behalten. Das Team der Geburtshelferinnen und Geburtshelfer muss gut vorbereitet sein. Genau gleich wie die Patientin und ihre Partner. Ein Steißlager könnte man meistens im dritten Trimester, also in der 30. bis 32. Woche, gegen Ende der Schwangerschaft. Zu diesem Zeitpunkt haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder verlangen die Patientinnen direkt einen Kaiserschnitt, was nach einer Abklärung schnell organisiert werden kann. Es gibt aber auch viele Patientinnen, die gleich versuchen, natürlich zu gebären. Für eine vaginale Entbindung in der Steißlage, wie es Lorian Wermuth will, müssen mehrere Kriterien erfüllt werden. Also ich denke, als erste Grundlage ist, dass die Frau wirklich gerne spontan gebären möchte. Also, dass sie motiviert ist, dass sie ihre Optionen auch kennt, dass sie die Verantwortung kann mittragen kann, dass man eben eine Beckenentlage so spontan gebären kann. Für Lorian Wermuth ist das erste Kriterium eindeutig erfüllt. Die werdende Mutter ist entschlossen, so natürlich wie möglich zu gebären. Dafür gibt es aber andere Voraussetzungen, die die Motivation der Mutter nicht beeinflussen kann. Viele Punkte überschneiden sich mit einer normalen Geburt. Ein wichtiges Kriterium ist die Plazenta. Wenn die Plazenta zwischen dem Kind und der Vagina ist, dann nennen wir das in der Fachsprache ein Plazenta praevia oder ein Vasa praevia. Und das spricht gegen eine normale vaginale Geburt. Die Plazenta kommt in diesem Fall vor dem Kind raus. Das ist sehr gefährlich, egal ob das Kind richtig oder in einer Steißlage liegt. Es kann zu Blutungen kommen vor der Geburt. Das ist gefährlich für das Kind und für die Mutter. Weiter gibt es Kriterien, die spezifisch sind für Steißlagen. Das Kind kann komplett in einer Steißlage sein oder auch in einer sogenannten partiellen Steißlage. Das heisst, das Kind könnte auf seinem Füdli hocken und die Beine sind gegen vorne geklappt. Wir sagen dem die gute Steißlage. Wenn das Kind aber im Schneidersitz hockt oder wenn die Beine direkt zur Vagina schauen, sind das schwierige Situationen. Das ist gefährlich, weil ein Kind zum Beispiel mit den Beinen voran könnte rauskommen könnte. Ein Kind, das auch so mit den Beinen gegen vorne liegt, ist ein Ausschlusskriterium gegen eine vaginale Geburt. Zusätzlich gibt es noch weitere Kriterien wie das Gewicht des Babys oder die Größe des Kopfes. Das, was die Steißgeburt ausmacht, ist, dass der Kopf vom Kind ganz zum Schluss rauskommt. Der Kopf ist aber das grösste Körperteil vom Kind. Wenn also der Rest vom Körper schon draußen ist und nur noch der Kopf fehlt, dann ist diese Geburt sehr schwierig und gefährlich. Weil dann muss man einen Eingriff machen, der riskant ist für das Kind und für die Mutter. Darum versuchen wir das unbedingt zu vermeiden, indem wir präzise Ultraschalluntersuchungen machen. Oft machen wir MRIs vom Becken ungefähr in der 37. Woche. Dann können wir am besten die Größe herausfinden, die das Kind zum Zeitpunkt der Geburt wird haben. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, kann die Patientin ganz normal vaginal entbinden. Wenn nicht, braucht sie einen Kaiserschnitt. In ein paar Fällen gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit, die sogenannte äußere Wendung. Et là, la patiente se présente entre 36 et 37 semaines, idéalement quand le bébé justement a suffisamment grandi. Da kommt die Mutter, wenn sie in der 36. oder 37. Woche ist, also wenn das Kind genug gross ist.
Dann probieren wir, im Geburts als Kind im Bauch zu drehen. Oft machen wir das mit einer kleinen Anästhesie. Das Ziel ist, dass das Kind am Schluss in einer Kopflage ist. Die Erfolgsquote von so einem Eingriff ist ca. bei 50%. Und es kann nicht 100% sicher gesagt werden, dass die Mutter nachher eine normale Geburt durchführen kann, auch wenn das Kind einmal gedreht ist. Le taux de réussite de ces versions est d'environ 50%, ce qui est à peu près notre taux. Donc ça, c'est un taux qui est disons, décrit dans la littérature et on est aux alentours de ce taux de réussite. Et ensuite de ça, évidemment, une fois que le bébé est tourné, weil in ganz seltenen Fällen dreht sich das Kind wieder zurück. Aber das ist wirklich in seltenen Fällen. Es kann aber auch sein, dass man trotzdem noch einen Kaiserschnitt machen muss, aus anderen Gründen. Zum Beispiel, wenn das Kind Herzrhythmusstörungen hat oder wegen Blutungen. Das heisst, auch wenn das Kind gedreht worden ist, besteht das Risiko, dass man zu einem Kaiserschnitt kommt, von ca. 25-30%. Ensuite, une fois que le bébé a pu être retourné par version manuelle externe, le risque de césarienne reste de 25-30%. Patricia Ciarettino Carvalhal hat so eine Situation erlebt. Als sie schwanger war, ist ihr Baby in Steinslag gelegen. Sie hat eigentlich Vaginalwellen entbinden, aber das Gewicht von ihrem Baby war zu hoch. Sie hat sich dann wegen dem für die äußere Wendung entschieden. Sie hat die Situation gut analysiert, bevor sie den Eingriff gemacht hat. Zum Beispiel haben sie geschaut, dass die Nabelschnur nicht um den Hals gewickelt ist. Und zu unserer Überraschung ist die äußere Wendung gut gegangen. Mein Kind war schon fast 4 Kilo schwer, das ist sehr selten. Aber ich hatte viel Flüssigkeit und darum ist alles gut gegangen. 2 Wochen vor der Geburt war mein Kind also in ihrer gewünschten Kopflage und ich habe auf eine normale Geburt gehofft. Aber auch mit dem Kopf nach unten will das Baby nicht rauskommen. Mit der Steinslage konnte er nicht kommen und mit dem Kopf voran nicht kommen. Darum musste ich dann einen Kaiserschnitt machen. Und der ist sehr gut gegangen. Mein Kind ist gesund zur Welt gekommen und das ist am wichtigsten. Lorian Wermuth hat das nicht durchmachen. Sie hatte eine vaginale Geburt mit dem Baby in Steinslage und alles ist gut gegangen. Zum Glück ist es sehr gut und schnell gegangen. Im Spital zu Biel haben sie sehr gut auf mich geschaut und meine Wünsche respektiert. Es ist genau so gelaufen, wie ich es wollte. Aus Mann kann man nicht viel machen, aber wir haben alles gegeben. Es ist super gelaufen und sie hat wirklich eine super Arbeit geleistet. Und das ohne eine Periduralanästhesie. Es war super. Die Mutter macht zwar die ganze Arbeit, aber die Unterstützung vom Vater ist sehr wichtig, vor allem bei einer Steinsgeburt. Au début, j'étais un peu perplexe. Ça me faisait un peu de j'ai un peu plus soucis. Am Anfang bin ich etwas perplex. Ich habe mir wegen dem schon etwas Sorgen gemacht. Aber nach dem Gespräch mit den Ärzten und vor allem mit meiner Frau habe ich verstanden, wie wichtig es für sie ist. Und die Ärzte haben mich auch beruhigt, als sie mir gesagt haben, dass sie das oft machen. Das hat mich sehr geholfen und ich konnte es einfacher akzeptieren. Le fait qu'il ça se faisait assez couramment aussi. Donc ça m'a rassuré et j'ai accepté plus facilement. Die beiden Familien, die wir getroffen haben, haben zwar Geburtskliniken, die näher an ihrem Wohnort liegen wie Biel, aber eine vaginale Geburt in Steinslag ist nicht überall möglich. Il faut avoir une équipe obstétricale très entraînée. Wir brauchen ein Team, das sehr erfahren ist. Ein Steinslag kann sehr gut gehen, wie eine normale Geburt. Aber wenn der Kopf zum Beispiel drinnen bleibt, dann müssen wir eingreifen können, indem wir das Baby dreht und ihm hilft beim Rauskommen. Darum braucht es ein erfahrenes Team, sobald man den Eingriff machen muss. Oder wenn man doch plötzlich einen Notkaiserschnitt durchführen muss. Wir haben Kapazitäten hier rund um die Uhr, weil wir ein Anästhesie-Team haben, ein Pädiatrie-Team und genug Geburtshelferinnen und Geburtshelfer. Dank dem können wir all die Möglichkeiten und Sicherheiten anbieten. Tag und Nacht und natürlich auch am Wochenende. Es gibt uns permet vraiment d'offrir toute cette sécurité, vraiment jour et nuit, weekend évidemment compris.